denke, der eine oder andere hat das schon so erlebt, wie ich auch, wenn wir mit Beschwerden oder Krankheiten jemandem davon berichtet haben, sagt er, warst du schon beim Arzt? Ja, besorgt. Ja. Und wenn wir beim Arzt waren, sagte er, wie war die Diagnose? Wenn wir die Diagnose hatten, kannst du dir nicht vielleicht auch eine zweite Meinung noch holen, eine zweite Diagnose? Und so bewegen wir uns oft im Blick auf Erkrankungen von Arzt zu Arzt und zum Glück wird uns manchmal wirklich Linderung zuteil unserer Beschwerden, manchmal auch wirkliche Hilfe, richtig, dass wir wieder richtig gesund werden, richtig in gute Form kommen. Wir neigen dazu, uns manchmal, das ist meine Beobachtung, mit Symptomen zu befassen und nicht zu fragen, hat diese Krankheit vielleicht eine Botschaft für mich und meine Erkrankung? Es geht heute darum, mein Thema, wenn die Seele schweigt und Krankheiten als Botschaft. Wir wollen miteinander der Frage nachgehen, welche Antworten gibt uns die Bibel bzw. der christliche Glaube für den Umgang mit Krankheit und Gesundheit an die Hand? Ich will kurz sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Es sind drei Impulse, die mich bewegt haben, dieses Thema aufzugreifen. Der erste Impuls, den nenne ich einmal missbrauchte Medizin. Missbrauchte Medizin. Ich habe einen Artikel gelesen, der war überschrieben, missbrauchter Arzt, missbrauchte Medizin. Komischer Artikel. In diesem Artikel wurde darauf aufmerksam gemacht, dass wir so stark bei Krankheiten auf die Symptombeseitigung fixiert sind und weniger uns Mühe machen, die Botschaft, die hinter einer Krankheit oder Erkrankung oder Schwäche stehen kann, zu erfassen. Dabei ist es doch so, dass unser Körper uns ja auch Botschaften vermitteln könnte, auf die es zu hören gilt. Unsere deutsche Sprache, ich weiß nicht, wie der italienischen oder anderen Sprachen ist, wir haben ja verschiedene Sprachen hier, auch Muttersprachler. Unsere deutsche Sprache macht ja darauf aufmerksam, dass oftmals ein enger Zusammenhang zwischen unserem Erleben und der Krankheit besteht und Erkrankungen oder Schwächen. Zum Beispiel erzählen wir, sagen wir, dass uns etwas schwer im Magen liegt. Es kann daran liegen, dass wir abends so schwer was Schweres gegessen haben. Aber wir sagen das manchmal auch, wenn uns ein Problem oder dass uns etwas auf den Magen schlägt oder dass wir an etwas schwer zu kauen haben. Da meinen wir nicht das, was wir kauen, sondern die Verarbeitung. Oder wir sagen, uns ist etwas an die Nieren gegangen. Oder wir sagen, wir sind sauer geworden. Ich habe oft mit Leuten gesprochen in meiner Beratungspraxis, die mit Reflux zu tun haben, die wirklich sauer sind und alles Mögliche ausprobieren, um diese Saure, da gibt es verschiedene organische Ursachen, um die Ursachen besser zu erfassen und zu überlegen. Wie kann mir wirklich besser geholfen werden? Wenn wir an unseren Kopf denken, sprechen wir oft davon, dass mir etwas zu Kopf gestiegen ist. Ja? Was meint das? Oder dass mir etwas Kopfschmerzen bereitet. Was ist die Ursache? Oder dass ich mir über etwas den Kopf zerbreche. Gibt denn sowas? Unsere Sprache hat alle möglichen Bereiche unseres Lebens erfasst die und koppelt die oft mit Körpersymptomen. So sagt man, dass uns etwas die Luft zum Atem nimmt. Wir meinen nicht die wirkliche Luft, sondern die Enge, die wir erleben. Oder dass wir die Nase von etwas voll haben und dass es nicht mehr in ein Taschentuch passt, was da drin ist. Oder dass wir verschnupft sind, aber keinen Schnupfen haben, aber wir sind verschnupft. Oder dass wir gerne einem etwas husten würden, ja,
Manche Leute husten, wissen auch nicht die Ursache. Was ist da eigentlich? Ja? Wie drückt sich der Körper aus? Und natürlich der Rücken. Ihr kennt alle den Slogan, habe Rücken, brauche Kreuz von Harpe Kerkeling. Aber der Professor Grönemeyer, einer der Spezialisten, nicht der Sänger, sondern der Arzt Grönemeyer, der hat einmal in einem Artikel geschrieben, dass unser Rücken ein ganz großes psychosomatisches Organ ist. Sich vieles im Schulterbereich und im Rücken abspielt, was eigentlich seine Ursache woanders hat, was sich nur dort ausdrückt. Wer hat hier nichts mit Rücken oder Schultern zu tun? Ein paar, du Glücklicher. Das ist, du hast halt nicht schwer zu tragen. Manche haben schwer an ihrem Leben zu tragen und das drückt, ja. Also, unsere Sprache gibt uns eine Menge Deutungsmuster eigentlich an die Hand schon. Man sagt, da ist im Rücken. Aber da meint man, zu belastet. Ein positives Beispiel, ich kenne jemanden, der hat schrecklich unter Tinnitus zu leiden gehabt und hat dann eine Therapie in Anspruch genommen und anders sich bemüht, den Tinnitus loszuwerden. Und jetzt hat er mir kürzlich mal berichtet, ich habe in den letzten Jahren nach der Therapie und nach der Odyssee mir angewöhnt, immer wieder, wenn mein Ohr wieder anfängt zu pfeifen, zu ihm, meinem Ohr oder zu mir zu sagen, ja, ich habe verstanden. Ich bin wieder etwas zu schnell. Ich mache wieder etwas zu viel. Und er fuhr dann fort in seinem Bericht, und dann verlangsame ich für gewöhnlich mein Lebenstempo, schalte einen Gang zurück und versuche die Ursachen für den Druck in mir zu finden, warum sich da die Blutgefäße so verengen, dass es pfeifen muss. Er sagte mir dann so, nachdem er schon ein bisschen darüber nachgedacht hatte, ich finde, das Pfeifen pfeift mich irgendwie zurück. Intelligent, klug. Ein anderes negatives Beispiel, ich hörte, wie ein Kollege sogar, den ich gut kenne, von sich sagte, immer wenn ich merke, dass ich wieder heiser werde, für einen Redner ja schwierig, oder neu erkranke, dann könnte ich meinen Körper dafür hassen. Ich fühle mich dann von ihm verraten, im Stich gelassen, in meinem Wollen und Bemühen behindert. Ich erlebe meinen Körper tatsächlich oft wie einen Feind. Was meint ihr dazu? Ist das eine gute Einstellung? Ich glaube kaum. Der berühmte österreichische Arzt und Therapeut Alfred Adler hat einmal seine Beobachtung und Erfahrung im Blick auf Wechselwirkung zwischen Seele und Körper auf den kurzen Satz gebracht: Wenn die Seele schweigt, reden die Organe. Man spricht deshalb von einer Organsprache. Wenn die Seele etwas nicht mehr verarbeiten kann, schiebt sie es irgendwo hin. In irgendein Organ, was am schwächsten ist, was gerade am anfälligsten ist. Und wir überlegen dann, was ist das? Es ist schwer zu verstehen, die Körpersprache, die Organsprache. Ganz schwer. Ich meine, jeder von uns hat schon mal versucht zu überlegen, warum ist das, ja? Es ist schwer. Aber die Seele schiebt das raus, lagert das aus in den Körper. Der berühmte König David hat im 32. Psalm, ich will nur sagen, die Bibel spricht davon ganz selbstverständlich, das wie folgt ausgedrückt, er sagte, da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine und meine Lebenskraft entschwand. Bei Luther heißt es, mein Gebein vertrocknete. Also Lebensenergie war abgezogen. Vitalität war weg.
Das war, wie wenn jemand auf der Leitung stand. Es wird so ein Zusammenhang hergestellt. Das war der erste Zusammenhang, missbrauchte Medizin, missbrauchte Ärzte, wo ich einfach nicht bereit bin, mich tiefer mit mir und besser mit mir zu befassen. Ein anderer Artikel in der Zeitschrift Psychologie heute, einer säkularen Zeitschrift, hat mir jemand in unserer Gemeinde ins Fach gelegt, der dachte, das könnte Walter Rolko interessieren. Und da waren unter dem Stichwort Glaube, Heilung, beziehungsweise Glaube und Heilung, war Folgendes gesagt. Wissenschaftliche Untersuchungen zur positiven Wirkung des Glaubens auf die Gesundheit. Und da war so eine Karikatur, wo jemand sagt, was, du bist jetzt religiös, sagt er, ja, solange ich krank bin. Es ist interessant, ich habe ja viele Krankenbesuche als Pastor gemacht und dann erlebt man unsere Gemeindeglieder da und man erlebt auch andere Leute da. Ich habe dann meistens für unsere Gemeindeglieder, wie man das macht, natürlich gebetet und unter Handauflegung sie gesegnet und wirklich alles getan, was man so als Pastor tut. Oder sie auch mit Öl gesalbt. Als ich mal eine Frau mit Öl salbte, fingen alle an zu weinen, die Frauen, die da in einem großen Zimmer waren, weil sie dachten, das ist ja jetzt die letzte Ölung. Aus dem katholischen Hintergrund, ja. Während ich das ja verstanden habe als das Sakrament der Heilung, nicht die letzte Ölung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Nachbarn von unserem Gemeindeglied gefragt habe, ob ich auch für ihn beten soll, ich habe es, glaube ich, nur einmal erlebt, dass jemand das vorsichtig abgelehnt hat. Die meisten haben dankbar angenommen, für sie hatte oft noch niemals jemand gebetet. Und die dachten, wenn es hilft, ja, wenn man erst krank ist, wenn es hilft, wer heilt, hat recht, ja. Probiere ich alles Mögliche. Wir versuchen ja die meisten Leute alles Mögliche, wenn es ihnen schlecht geht. Unter der Überschrift in diesem Artikel fand Glaube, Hoffnung, Heilung, fand ich den erstaunlichen Satz, die wissenschaftlichen Belege sind eindrucksvoll, gläubige Menschen genesen schneller von Krankheiten und sind gegen Depressionen weitgehend gefeit und benötigen weniger Schmerzmittel. Stimmt das? Wird hier von den Mitgliedern oder Besuchern der Freikirche werden weniger Schmerzmittel konsumiert als von dem normalen durchschnittlichen Rest? Ihr müsst mal euer Apothekenschränkchen angucken, wie viel ihr da gehortet habt. Da heißt es weiter, inzwischen beschäftigen sich auch Schulmediziner mit dem Medikament, das nicht verschrieben werden kann, dem Glauben an eine höhere Macht. So in Psychologie heute. In einem weiteren Artikel wurde darauf hingewiesen, einem sehr wichtigen Artikel, religiöse Menschen sind weniger oft im Krankenhaus, haben einen niedrigeren Blutdruck. Erstaunlich. Wie viele nehmen, es gibt doch auch bei euch einige, die blutdrucksenkende Mittel nehmen oder was immer, oder? Nehme ich mal an. Und scheinen besser gegen Herz- und Kreislauferkrankungen geschützt zu sein. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die in Herten durchgeführt wurde, Witten, und in die 1200 andere amerikanische Studien eingearbeitet wurden. Sie reagieren auf belastende Lebensereignisse und Krankenhausaufenthalte weniger häufig mit Depressionen. Patienten, die glauben und beten, waren nach Operationen schneller wieder auf den Beinen und benötigten weniger Schmerzmittel. Menschen, die regelmäßig einer, das sagt man ja heute, einer spirituellen Praxis nachgehen, verfügen über ein stärkeres Immunsystem. Stimmt das?
Ist dein und mein Immunsystem stärker? Es ist ja sowieso ein Wunder, unser Immunsystem, ja? Wir könnten ohne unser Immunsystem, das, was wir Immunsystem nennen, was wir aber gar nicht verstehen, was da läuft, das ist wie so ein geheimnisvoller Arzt in uns, ja? Eine göttliche Weisheit, die alles Mögliche macht, damit wir überleben. Die permanent, während wir hier sitzen, gegen Viren kämpft, gegen Bakterien. Ja? Bei Corona schafft es es bei manchen nicht. Das ist ein Wunderwerk. Und so, wie ist ja wirklich wichtig, das ist auch ein Geheimnis. Es war noch eine weitere These eines Wissenschaftlers, war da zu lesen, der sagte, wer Religion und Spiritualität gegenüber abgeneigt ist, hat ein gesundheitlich höheres Risiko als ein gläubiger Mensch. Leute, da seid ihr gut dran. Wir sind gut dran, wenn das stimmt, ja? Denn der Nichtgläubige verfügt über weniger Möglichkeiten, mit schwierigen Erfahrungen und Schicksalsschlägen umzugehen. Und eine letzte Aussage aus den verschiedenen Artikeln in dieser Ausgabe von Psychologie heute war die, dass regelmäßige Gottesdienstbesuche, die mit positiven Gefühlen verbunden sind, die man nicht erleidet, ja. Man kann ja Gottesdienste auch erleiden. Ich hoffe, ihr erleidet das heute nicht oder erleidet mich nicht heute. Ja, das wäre schrecklich. Ja, die mit positiven Gefühlen verbunden sind und die Erfahrung von sozialer Verbundenheit vermitteln, im besten Sinne gesundheitsfördernd sind. Also was ihr heute gemacht habt, wenn ihr heute zum Gottesdienst, wenn das alles so läuft, wie das gedacht ist, ja, dann habt ihr was für eure Gesundheit getan. Ist doch enorm. Vielleicht sollten wir auch häufiger mal aufstehen, ja, das will ich jetzt gerade ruhig sitzen bleiben, aber damit alles im Gang bleibt. Und wir erfrischt nach Hause gehen, wenn es gut kommt, ja. Und gestärkt, was Sebi zu Anfang gesagt hat, gestärkt, erfrischt. So, das hört sich doch alles gut an. Dann bin ich bei einem dritten Impuls, das war dieser Artikel. Ich bin immer wieder in meiner Bibellese und in Gesprächen ist mir eine biblische Geschichte im Kopf hängen geblieben. Und zwar eine Geschichte, die uns im zweiten Chronikbuch der Bibel im Kapitel 16 überliefert ist. Da wird die Geschichte des Königs Asa berichtet. Und dann wird am Ende seines Lebens wird ein kurzer Kommentar geschrieben. Und Asa wurde krank an seinen Füßen. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Aber er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern nur die Ärzte. Das ist doch ein merkwürdiger Satz, oder? Habt ihr die Stelle schon mal in der Bibel gelesen, wo es heißt, mein Sohn, wenn du krank wirst, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Bete zum Herrn, er wird dich wieder gesund machen. Hör auf, Unrecht zu tun, tu, was recht ist, entferne jede Art von Sünde aus deinem Herzen, bring ein Brandopfer dar, das dem Herrn Freude macht, gib reichlich Öl dazu, mehr als üblich ist, dann lass den Arzt kommen, denn auch ihn hat der Herr eingesetzt. Er soll an deiner Seite bleiben, du brauchst ihn. Es gibt Augenblicke, in denen deine Wiederherstellung von seiner Kunst abhängt. Aber auch er betet zum Herrn, dass er es ihm gelingen lässt, Schmerzen zu lindern und Leben zu erhalten. Und dann heißt es am Schluss dann, wer gegen seinen Schöpfer sündigt, das heißt gegen die Natur, der verdient es, krank zu werden und den Arzt nötig zu haben. Das ist bei den Sprüchen des Sirach, im Buch Apokryphen,
Satz gefunden. Interessant. Stimmt ja. Der dritte Impuls, bemühen um Heilung ohne Bereitschaft zur Veränderung des Lebens. Wenn man die Geschichte des Königs Asa in der Bibel verfolgt, kann man sehen, der hat einen fantastischen geistlichen Anfang gemacht, der Mann. Da wird am Anfang der Bibel von ihm berichtet, und Asa tat, was gut und recht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Hört sich gut an. Es wäre doch schön, wenn man das von dir und mir sagen würde, ja? Alter, tut, was gut und recht, was Gott gefällt. Würden wir uns doch alle wünschen, dass wir so einen Kommentar im Buch des Lebens über uns finden würden. Das hört sich gut an, war auch so. Da wird in der Bibel weiter berichtet aus seiner Lebensgeschichte, dass er als ein feindlicher Angriff bevorsteht und Israel überfallen werden soll, betet er wie folgt. Herr, wenn du jemand beistehst, hat es nichts zu sagen, ob er schwach oder stark ist. So ein Gebet, ja? Gerne. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Zeige doch, dass keine menschliche Macht etwas gegen dich ausrichten kann. Das ist ein Glaube. Da legt man sich die Hände. Sag mal, das ist doch was. Kennt ihr das Gebet des Jabez im Alten Testament? Aber es wäre eine Predigt für sich. Hier ist ein Modell. Wunderbar, Gott antwortet, hat seine Freude an diesem Mann. Alles gut. Wenn man dann aber seine Lebensgeschichte etwas gründlicher studiert, merkt man, dass er im Laufe seines Lebens und seiner Regierungszeit irgendwie abrutscht und sich sein Glaube verflacht, verflüchtigt. Gibt es sowas? Kann man seinen Glauben verlieren? Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die sagte mir, weißt du was, ich habe meinen Glauben verloren wie eine Handtasche. In einer Handtasche ist bei einer Frau ja alles drin. Wenn ich mal Dieb werden wollte, würde ich immer die Handtaschen der Frau stehlen, weil da alles drin ist. Aber das habe ich verloren wie meine Handtasche. Und ein Freund, der sich mit mir bekehrt hat und wir haben uns beide zusammen taufen lassen, der hat nach einigen Jahren, ist das alles verloren gegangen. Und der hat so gut begonnen. Und mancher von uns hat Freunde und Bekannte, die das auch erlebt haben, die mit ihnen zusammen, das war echt, was die gedacht haben und geglaubt haben und gebetet haben. Aber es gibt etwas, was man muss schon das bewahren, was man hat, ja? Bei Asa scheint das so, dass sich das verflüchtigt hat. Und bei einer erneuten militärischen Bedrohung hört man nichts davon, dass er Gott anruft. Der macht alles selber. Er fragt auch keinen Propheten als nach einem göttlichen Ratschlag. Im Gegenteil, als ein Prophet kommt und ihm eine Weisung von Gott geben will, sperrt er ihn ein. Hat der einen Schuss? Wie kann man sich so entwickeln? Gibt es sowas? Offensichtlich. Das heißt, man muss schon das, was man hat, auch bewahren. Und es ist gar nicht so leicht, das weiß ich auch von mir, wenn man älter wird, das auch zu bewahren. Man denkt immer, die älteren Leute haben es ganz leicht zu glauben und zu beten und so. Aber die Älteren sind mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dass oftmals die Jüngeren viel intensiver sind in ihrer ganzen Kraft, in der Gebetskraft, in allen Möglichkeiten. Die Älteren manchmal schwerer haben. Das ist nochmal glaubensmäßig auch eine schwierige Zeit, durch die ältere Leute gehen. Die Frische zu bewahren, das ist was Besonderes. Also hier wird dann nochmal berichtet, erstaunlicherweise von dem Asa. In seinem 39. Regierungsjahr erkrankte König Asa an einem bedrohlichen Fußleiden. Nochmal die Wiederholung.
Obwohl die Krankheit sehr ernst wurde, suchte er damals seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern nur bei den Ärzten. Mein vierter Impuls: Erkrankungen als wichtige Impulse zur Änderung unseres Verhaltens und zur geistlichen Umkehr nutzen. In meiner langjährigen seelsorgerlich beratenden Praxis bin ich auf drei verschiedene Reaktionen im Wesentlichen gestoßen, auf drei mögliche Reaktionen im Blick auf Erkrankungen. Da ist die eine Gruppe, die von Arzt zu Arzt rennt und einfach Symptome beseitigen will. Manchmal finde ich mich auch in dieser Gruppe. Zum Glück habe ich nicht so viel. Immer mal wieder etwas. Die andere Gruppe, die ich kennengelernt habe, die immer mit einer ständigen Krankheitsangst leben. Kennt ihr solche Leute? Ich habe mal jemanden in der Beratung gehabt, da über eine längere Zeit, der konnte kaum eine sehr intelligenter, fantastischer junger Familienvater, der konnte kaum 14 Tage ohne Arztbesuch überstehen, weil er immer was Neues hatte. Kannst du sagen, du hast eine Meise. Nein, also nicht, so einfach ist das nicht. Wenn das eine Symptom weg war, war da was Neues. Das wanderte. Da gibt es auch einen Fachausdruck für diese wandernden Symptome und Schmerzen. Heute geht er höchstens alle halbe Jahre zum Arzt. Er hat einen Zugang dazu gefunden. Er hatte aber erst keinen Zugang dazu. Zu seinen Gefühlen nicht, zu dem, was aus der Seele immer wieder manifestierte in bestimmten Erkrankungen. Und wir sprechen dann oft leicht, der ist hypochondrisch veranlagt oder sie ist ein Hypochonder. So einfach ist das nicht. Und dem auf die Spur zu kommen, ist auch nicht einfach. Oder sogar das zu verändern. Weil oftmals hängt das auch mit unserer Erziehung zusammen, wie wir groß geworden sind, welche Rolle Krankheit in unserer Familie gespielt hat. Manchmal bekommen wir nur Aufmerksamkeit und Liebe, wenn wir krank sind und hilfsbedürftig sind. Ich habe jemanden in Beratung, die hat natürlich einen Arzt geheiratet, weil er versprochen hat, dass auch die Hilfe direkt vor der Tür steht. Und ihm geht es auf den Senkel, weil er doch einfach nur der Mann dieser Frau, nicht der Arzt dauernd dieser Frau sein will. Könnt ihr das nachvollziehen? Also es ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick sieht. Und man braucht auch wirklich so oft dahinter zurückfragen. Und da ist Hilfe möglich. Da bin ich auch gerade im guten Prozess. Da gibt es die dritte Gruppe, die will ich auch erwähnen, die vergeistlicht alles sehr ganz schnell. Christen, die sagen immer, der Herr will mir wohl was sagen durch das. Als würde Gott ihnen das geben, damit sie zum Nachdenken kämen. Wenn ich zu früh Gott in meine Geschichte einbaue, kann es sein, dass ich eine gute Auseinandersetzung, eine Aufarbeitung verhindere. Gott ist ja kein Krankheitsschicker. Gott hat seine liebe Not, uns vor Krankheit zu bewahren und in Krankheit zu helfen. Weil wir Krankheiten produzieren oder auch uns angesteckt werden. Oder weil wir etwas vererbt bekommen haben. Oder weil wir eine besondere Schwäche haben. Das hat aber nichts mit Gott zu tun. Sonst müsste ja Gott mein Feind sein, der mich bedroht. Könnt ihr das verstehen, dass das manche Christen so empfinden? Warum hat Gott mir diese Schlaflosigkeit gegeben? Ich kann so schlecht schlafen. Meine Mutter war auch eine gläubige Frau, die hat gesagt, ach, wenn ich nicht schlafen kann, dann bete ich einfach. Und der Teufel will nicht, dass ich bete, dann schlafe ich ein. Schlichtes Gemüt, aber ganz gut gemeint, hat sogar bei ihr funktioniert. Ja? Aber es kann etwas anderes sein, dass ich frage, was
was lässt mich nicht, warum darf ich nicht schlafen? Warum kann ich mit solchen Problemen, die sich da in mir wälzen, warum darf ich da nicht schlafen? Weil meine Seele sagt, wie kannst du schlafen, wenn so eine Gefahr auf dich zukommt? Wenn du so bedroht bist? Es gibt andere Ursachen. Das hat nicht Gott geschickt, sondern das ist etwas, womit meine Seele nicht fertig wird, was sich dann so auswirkt. Könnt ihr da mit mir so einig sein oder habe ich euch da sehr irritiert? Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr nachvollziehen, dass wir nicht zu schnell die Dinge vergeistlichen dürfen, wo ich erst mal überlegen muss, Seele, was willst du mir sagen? Wo ist das zu viel? Wo lagert meine Seele etwas aus in meinen Arm, in meinen Rücken, in meine Augen, in meine Ohren? Wohin? Ja? Warum peitscht sich mein Blutdruck hoch? Wo ist zu viel Druck in mir? Man erlebt das zum Beispiel im Psalm 42, kann man sehen, in der Bibel haben die Menschen diese Weisheit. Da sagt der Beter im Psalm, fragt immer wieder im unterbricht sein Gebet mit der komischen Ansprache, was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Dann tröstet er sich selber, harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Ja? Er tröstet sich selber und seine Seele, sagt er, was betrübst du dich? Im Psalm 103 sagt der Beter zu seiner Seele, zu sich selber, lobe den Herrn, meine Seele, und in mir seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Überleg mal, was du alles hast. Seele, sei stark, ja. Du kannst. Das sind Selbstgespräche. Heilsame, gute Selbstgespräche. Wir haben ja permanenten Dialog im Kopf. Was sagen wir uns? Ich denke, wichtig ist, dass wir unseren Körper als einen guten Freund entwickeln, eine Freundschaft zu unserem Körper. Und deshalb auch nochmal ein weiterer Gedanke. In der Bibel werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass unser Leib, Körper, ein Tempel des Heiligen Gottes ist, Geistes ist oder Gottes, seine Wohnung. Gott hat seine Wohnung gerne ganz gut beieinander, oder? Was meint ihr? Deshalb ist Gott nie mein Gegner und Feind. Und er möchte auch in einem guten Haus wohnen, so gut wie es geht. Ja. Und es ist ja die Begegnung, mein Leib ist die Begegnungsstätte mit Gott. Also ich bin ja als Person so etwas wie Kirche unterwegs, ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich so mit meinem Körper umgehe, wie mit einem Heiligtum, was mir anvertraut ist. Das ist die Stätte, in der ich mir Gott begegnet. Hier erfahre ich die Gegenwart Gottes in mir, an mir. Nicht nur im Raum, in mir. So ist das alles so wichtig. Ich habe deshalb für die kommende Woche einen Plan. Ich habe einen Gedanken und eine Empfehlung für euch. Und zwar würde ich euch empfehlen, würde ich euch Mut machen, in dieser kommenden Woche einmal immer oder immer mal wieder, oder wenn es geht täglich, also es gibt Fleißige, die machen das täglich, einen persönlichen Dank an die einzelnen Organe ihres Körpers zu geben, zu sagen. Ich habe dafür auch ein Formular ausgearbeitet, das helfen kann. Hast du schon mal wirklich gedankt für das Immunsystem, das du hast? Hast du schon mal gedankt für deine Nieren und deinen Nieren Danke gesagt, was die alles durchfiltern? Tag und Nacht. Und die Leber, die alles entgiftet, wenn wir unser gutes Bier trinken, ja, muss ja die Leber... Was hat die zu leisten? Was hat unsere Bauchspeicheldrüse zu leisten bei all dem süßen Zeug, was wir futtern? Was hat unsere Lunge zu leisten, haben wir schon mal bedankt, die unseren ganzen Körper mit Sauerstoff versorgt,
mit wirklicher Energie. Wir würden doch schwach werden, wir würden zusammenklappen. Wenn unsere Lungen, das wird bei Corona, wenn die Lunge nicht mehr macht, dann ist es zu Ende. Haben wir schon mal gedankt für die Füße, die wir oft mit Schuhen strapazieren und quälen, aber die uns 20, 30, 40, 80 Jahre tragen? Ja? Was sind das für Sklaven, die immer hier, auf denen ich rumtrete? Meine Hände, die greifen können, streicheln können, segnen können, arbeiten können. Und haben als Wunderwerk Gottes, als Tempel des Heiligen Geistes. Es hat mal jemand gesagt, tu deinem Körper auch was Gutes, damit deine Seele Lust hat, in ihm zu wohnen. Also, ich denke, wir haben es als Christen wirklich gut. Das dritte ist, Bitte um Vergebung für Unachtsamkeit der Organe gegenüber. Dritte, Dank an Gott als unseren Schöpfer und Arzt. Wir Christen haben es gut. Wir haben einen Gott, der sich in der Bibel als Arzt vorstellt. Das ist doch gut, wenn man einen Arzt als Freund hat, oder? Oder in einem guten Bekanntenkreis. Die frage ich immer den neuesten, lasse ich mich immer beraten. Oder ist doch auch gut, wenn man hört und sieht, dass wir mit Jesus einen Heiler als Freund und Herrn haben. Ist das so oder ist das nicht so? Ist das ein Heiler? Die meisten Geschichten der Bibel sind Heilungsgeschichten. Im Neuen Testament, in den Evangelien. Ist doch toll. Wir haben gute Verbündete. Und deshalb ist es auch gut, dass ihr heute zum Gottesdienst gekommen seid. Ihr könnt nach Hause gehen. Es ist gut, dass ich Christ bin. Gut, dass ich den Vater kenne, den Arzt. Gut, dass ich Jesus, den Heiler, kenne. Und darauf lasse ich mich ein. Und das drücke ich in meinem Gebet aus. So wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Musik.